25. Februar, 12.52 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Das Gericht versammelt sich erneut zur Verhandlung des Falls Lana Sky. Herr Edgeworth? Ja, euer Ehren. Der Anhörungsausschuss wird eine harte Strafe für ihr Vorgehen verhängen. Vielen Dank für diese Information, euer Ehren. Ja nun, normalerweise ruft die Anklage jetzt einen Zeugen auf, aber, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sehen Sie, es wird angenommen, dass Herr Edgeworth vielleicht eine, Abmachung getroffen hat. Hä? Sie denken also, ich könnte die Zeugen beeinflusst haben? Das habe ich nicht getan. Es ist nur, verstehen Sie, die Gerüchteküche brodelt und, Nun gut, euer Ehren, ich habe eine Lösung. Eine Lösung? Wenn dem so ist, erteilt die Anklage der Verteidigung die Erlaubnis, weitere Zeugen aufzurufen. Wie bitte? Aber das hat's ja noch nie gegeben. Es ist unbestreitbar eine ungewöhnliche Regelung, aber eine sehr effektive. Das würde beweisen, dass ich keine Abmachungen mit Zeugen getroffen habe. Hä? Nun, Herr Wright, was sagen Sie dazu? Unglaublich. Edgeworth hat einen Weg gefunden, den Prozess fortzusetzen. Sehr gut. Die Verteidigung nimmt das Angebot der Anklage an. Dann sei es so. Die, Verteidigung mögen nun den nächsten Zeugen aufrufen. Herr Wright. Hä? Wissen Sie, dass das Ihre letzte Chance ist? Wenn Sie den falschen Zeugen aufrufen, ist der Prozess so gut wie vorbei. Die Verteidigung ruft. Die Zeit ist reif für den wirklichen Mörder. Damon Gant. Raus mit dem. Damon Gant! Die Verteidigung ruft Damon Gant in den Zeugenstand. Damon Gant? Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gant aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Hä? Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipuliert haben könnte. Stimmen Sie dem zu, euer Ehren? Das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gant in den Zeugenstand. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Was soll das? Es ist ein Scherz. Ich wollte gerade essen gehen. Ihren Namen und Ihren Beruf, bitte. Worthy, sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf. Also, Sie wollen es auf die harte Tour, ja? Bitte, Herr Gant. Gut. Mein Name ist Damon Gant. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gant, das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Alrighto, was war dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SL9 aufklären. Oh, Sie meinen, als Lanas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte? Persönlich glaube ich, dass doch alles schon klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Mein Sohn. Entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Was? Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Sicher. Meine Aussage zum Beispiel. Ich muss sie nicht machen, wenn ich nicht möchte. Was? Stimmt das? Ich befürchte ja, der Polizeichef hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Natürlich ist so etwas mit einigen Risiken verbunden. Keine Angst, ich bin nicht hier, um Ihren Prozess zu behindern. Aber vergessen Sie nicht. Wenn sich das als eine große Zeitverschwendung rausstellt, ich habe Sie gewarnt. Nun gut, der Zeuge möge mit seiner Aussage beginnen. Der Fall SL9, Zeugenaussage. Wenn ich mich recht entsinne, führten Neil und ich ihn an jenem Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. War das, als Doug festgenommen wurde? Ja, er lag am Boden, bewusstlos. Als Neil von Emma geschubst wurde, muss sich Doug den Kopf angeschlagen haben. Ich verstehe, das sieht alles ziemlich eindeutig aus.
Wenn der Polizeichef das Recht hat, die Aussage zu verweigern, dann schlage ich besser schnell und hart zu. Kreuzverhör, der Fall SL9. Ich glaube, ich habe auch schon eine Aussage, die ich angreifen kann. Wenn ich mich recht entsinne, hörten Neil und ich ihn an jedem Tag. Ich glaube, an jedem Tag fand im Polizeirevier eine Feier statt. Ja, das stimmt. Ich bin ein wirkliches Arbeitstier. Nachdem Neil die Trophäe gewonnen hat, war er auch ganz heiß drauf. Das hatte Doug wahrscheinlich Angst gemacht und so ist er abgehauen. War die Angeklagte Lana Sky auch anwesend? Ich weiß nicht mehr genau. Zumindest war sie nicht da, als Doug weglief. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Also liefen sie beide hinter ihm her, richtig? Das ist richtig, aber Doug war zuerst am Fahrstuhl. Deshalb trennten wir uns, Neil und ich. Er lief hinauf und ich hinunter. Ich denke, man könnte sagen, er hatte Glück. Wie war das mit dem Stromausfall? Oh, das. Der Fahrstuhl hielt plötzlich an und ich hatte den Schock meines Lebens. Nun, wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie Neil, als sich ihm das Messer ins Herz bohrte. Das ist nicht lustig. Mann, hat der einen schwarzen Humor. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Können Sie uns schildern, was Sie sahen? Es war ein schockierender Anblick. Neil und der Serienmörder lagen ineinander verschlungen auf dem Boden. Doug lag auch auf dem Boden? Ja, wahrscheinlich hatte er sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Daneben waren die beiden armen Mädchen. Lana und Emma. Lana hielt Emma im Arm. Wenn ich jetzt zurückdenke... Sie muss schon gewusst haben, was ihre Schwester getan hat. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Woher wissen Sie das? Wegen der Leiche des Opfers. Sie war schon bewegt worden. Also heißt das... Sie fanden die Leiche neben Lanas Schreibtisch? Das ist richtig. Ich dachte, Sie sagten vorher, es wäre meine Rüstung gewesen, die den Staatsanwalt wirklich ermordete? Ja. Wie dem auch sei. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Und das ist die Aussage, die ich angreifen werde und präsentieren werde. Sie sagen also, die Fälschung hatte schon stattgefunden, als sie in ihr Büro kam? Das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe, wie sich Lana gefühlt haben muss, aber eine Leiche zu bewegen und Beweise zu verbergen, das ist unverzeihlich. Ist es das, was wirklich passiert ist? Den Zeugen anzustarren bringt nichts, Herr Wright. Wenn Sie schon etwas anstarren wollen, dann am besten die Gerichtsakte. Worthy, immer ein geschickter Redner. Aber welches Beweismittel überführt Gant der Fälschung? Lana hat zugegeben, dass sie Beweise gefälscht hatte. Aber das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie muss ich Gant mit dem Vorfall in Verbindung bringen. Und ich habe die Aussage, Leute, ich habe die Aussage. Könnt ihr euch noch an das Lederstück erinnern, was in seinem Tresor war, mit Emmas Fingerabdrücken? Ich glaube, das spielt irgendwie da in die Karten. Und es ist so! Einspruch! Wenn sie wirklich nichts mit der Fälschung zu tun hatten, wie erklären sie dann das? Was ist das und was befindet sich darauf? Ein Handabdruck? Polizeichef Gant, Ihre Erklärung bitte! Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir, mein Sohn. Hä? Mein lieber Raito, kennen Sie denn nicht die zweite Regel des Beweisrechts? Oh nein, nicht schon wieder. Beweisrecht. Regel Nummer 2. Nicht registriertes Beweismaterial muss den Fall unmittelbar betreffen. Sagen Sie mir, was hat der Lappen mit dem Verfahren zu tun? Anscheinend war die Verteidigung nicht vorbereitet. Ich glaube, es ist noch zu früh für dieses Beweismittel. Ich möchte mich bei Ihnen zutiefst entschuldigen, Polizeichef. Gewähren Sie der Verteidigung noch eine Chance? Na gut, ich tue es nur dieses eine Mal. Und nur, weil Sie mich gebeten haben, Aji. Vielen Dank, ich versichere Ihnen, es tut der Verteidigung furchtbar leid. Ha. Ja, tut mir leid, dass ich dich nicht erwischt habe. Was zum Fick? Das war das falsche Beweismittel, das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn sonst das Beweismittel sein?
Es muss ein Beweismittel sein, den wir in der Gerichtsakte haben und der auch zugelassen ist. Nur welcher? Nur welcher? Die Vase eventuell... Ja, der Schrauben... Was hat der... Nein, warum? Was hat der damit zu tun? Ich lese mir mal das hier durch. Es darf kein Beweismaterial vorgelegt werden, das nicht von der Polizei genehmigt wurde. Nicht registriertes Beweismaterial muss für die Verhandlung relevant sein. Es ist doch relevant. Von daher gesehen, keine Ahnung. Ich würde gerne wieder safe staten, wenn das in Ordnung ist. Herr Richter, ist es in Ordnung? Es ist okay. Dankeschön. So, und ich würde sagen, die Vase vielleicht, oder? Yes! Sie behaupten also, sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt. Aber ich befürchte, dass sich Ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Vase. Das ist der Blue Badger, den Sie uns vorher gezeigt haben. Ein Stück dieser Vase wurde in Ihrem Tresor entdeckt. Nicht nur das. Die Beweisliste, die ich zuvor vorlegte, wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant. Diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass Sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Polizeichef Gant, was soll das heißen? Ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worthy aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer, ich? Oder meinen Sie etwa Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in mein Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Hä? Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Nicht wahr, Raito? Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war bei der Ermittlung dabei. Worthy? Worthy, mein Junge. Nicht nur meine Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoes Gehalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Ja nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oje, oje. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt. Zeugenaussage, Beweise und Fälschung. Lassen Sie mich sehen. Was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste? Soweit ich weiß hatte, hätten Sie die Sachen in mein Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Scheiße, ich glaube, jetzt bin ich langsam verwirrt. Herr Wright? Ja, euer Ehren. Bei der Untersuchung des Tatorts hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Das wird ein Nachspiel haben. Oh. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um, Entschuldigung, euer Ehren, aber... ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist nun, wissen Sie... Nun gut, Aji, als Gegenleistung aber. Ich weiß, am gleichen Ort, ja? Hä, sind das Telepathen oder sowas? Beweise und Fälschung, Kreuzverhör. Soweit ich weiß, hätten Sie die Sachen in mein Büro bringen können. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerlichen Anschuldigungen lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte. Herr Wright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hineinbrachten, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn Sie in meinem Tresor gefunden werden, war Ihre Ermittlung illegal. Ja. Ich habe noch nie so einen schleimigen Typen erlebt. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch, natürlich. Aber nehmen Sie an, ich hätte die Sachen in meinen Tresor getan.
So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen vom Tatort nicht Fälschung bedeutet. Ich bin noch nicht fertig, Mirai Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Möglicherweise wurde es am Tag nach Darks Verurteilung gefunden. Oh, wäre das nicht praktisch? Right. Hä? Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit. Solange Sie es nicht ausschließen, sind Ihre Bemerkungen, egal wie clever Sie sind, reine Zeitverschwendung. Sagen Sie mir etwas, das ich nicht weiß. Kommen Sie, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen? Weil ich unschuldig bin. Hä? Erinnern Sie sich? Wer hat Neil ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt. Aber letztendlich ist es für die... Ist die für Herr Marshalls bedauerlichen Tod verantwortliche Person Emma Skye. Nun, sehen Sie es jetzt? Die Tat zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Leute, ich tappe echt im Dunkeln, ohne Scheiß. Wirklich, Polizeichef Gant? Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Oh! Die Lösung des Falls SL9 garantierte Ihre Beförderung zum Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Oh, das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hatte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja, er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Ah! Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen. Oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anderes getan. Seien Sie nicht albern, Worthy. Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmals ich. Nun, jetzt wissen Sie es alle. Aji, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich tun Sie es! Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendetwas dabei rausspringt. Für Sie sprang nichts raus? Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten. So wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau. Oh, der war gut, Worthy. Hätte für ihn was rausspringen können? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Komplize nennen, oder? Es ist wahr, sie würden keine Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft. Das meinte ich eigentlich nicht. Nun gut, ich frage Sie, wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Beweisen Fälschen helfen? Das, meine lieben Freunde und Kennerchen, finden wir im nächsten Part raus. Ich denke noch ein, zwei Parts, dann ist das Ding gegessen. Dann haben wir Gant überführt. Es fehlt nur noch der richtige Augenblick. Bis dahin aber sage ich, haut rein, ciao!